Ja, ich glaube, man sieht jetzt der Rajo Landanev, dritten Platz im Shorttrack, zufrieden. Ja, mal, ich bin super zufrieden. Ja, logisch, wird man gewinnen. Logisch hoffe ich, dass ich einen Shorttrack mal gewinnen kann. Und ja, aber ich habe mich heute super gefühlt. Es ist eine vier Runden vor Schluss weggefahren und die haben wir nicht mehr eingeholt. Und beim Schlusssprint bin ich Zweite gewesen. Darum ja, ein dritter Rang, bin super happy mit dem. Eben, und ein Sieg hat nicht oberste Priorität im Shorttrack, oder? Ja, mal, natürlich schon. Also es geht um den Sieg und schlussendlich der Sieg gibt am meisten Punkte auch fürs Overall. Also mal ist schon sehr wichtig und ich will unbedingt so einen Shorttrack gewinnen, möglichst bald. Und ja, beim nächsten Weltcup kommt die nächste Chance. Ein sehr taktisches Rennen war heute, oder? Ja, also es ist immer ein gleicher Ablauf. Das Tempo ist sehr hoch. Es traut sich fast niemand etwas zu machen. Darum sie, die gewonnen hat, ist wirklich hoch verdient, weil ja, sie hat den Mut gehabt, um die Attacke zu machen. Also darum ja, da hat sich nachher den ganzen Rennverlauf noch mal verändert. Vielleicht selber nächstes Mal noch einen Attacke wagen. Ja, ich glaube, ich würde nicht wegkommen, weil wir würden gerade alle nachfahren. Aber sie ist jemand, den man jetzt nicht so kennt hat. Und dann ist sie auch weggekommen. Ich glaube, ja, wenn ich will, Vorfahren probieren, würden wir alle probieren nachfahren. Aber es war sehr verdient von ihr und ich bin happy mit dem dritten Rang.